Countdown FNs 24. Ja, Leute, in knapp einem Monat ist es soweit. Dann dürfen wir endlich das nächste Formlands Game spielen. Aber vorher möchte ich nochmal mit euch einen gründlichen Blick auf die vergangenen 10 Jahre oder sagen wir mal 10 Ausgaben des FNs Games gucken. Wir sind heute in FNs 15 und ich habe mir was ganz Besonderes einfallen lassen, denn wir werden einmal einen Newcomer haben, einen Champion und einmal einen ganz random Fahrer, der quasi in der Versenkung verschwunden ist. Deswegen wird das ziemlich spannend. In jedem Formlands Game werden wir das machen. Abonniert gern kostenlos den Channel, falls ihr Bock drauf habt. Heute ist die Newcomer-Version. Sprich also, wir werden uns, wer ist in F1 15 neu gekommen? Ich hatte ganz, ganz vage im Hinterkopf einen Piloten. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob es den tatsächlich gibt. Wir werden auch, um den perfekten Vergleich zu wagen, werden wir auf jeden Fall Spa, Monza und Brasilien nehmen. Diese drei Strecken gibt es nämlich in allen Formlands und wir werden heute mit wir hätten auch Monaco nehmen können, das gibt es auch in jedem Game, aber das habe ich mir dann nicht getraut. Wir werden heute in Belgien beginnen und dann gucken wir aber nicht schnell drauf, denn das ist egal. Wir wissen ja, wer bei den ganzen Teams fährt. Bottas war nicht neu, auch Raikkonen war nicht neu. Wir müssen eher zu den hinteren Teams gehen. Und da ist mir ganz besonders einer in den Kopf gestoßen, nämlich Max Verstappen, denn er ist tatsächlich ein Future Champion und ein Newcomer in diesem Game, weswegen wir auch ihn direkt pieken werden. Ich weiß, ich werde das noch bereuen. Wir fahren hier ganz entspannt 25% und kein Qualifying, kein Training. Wir werden uns durchs Feld kämpfen. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und wir gehen rein. Wir sind hier, also die Intro, alles noch. Auch vom Game her finde ich tatsächlich, dass das eines der schwächeren von Codemaster war. Denn es gab hier kaum eine Intro, auch die Startaufstellung war quasi dahin gerotzt. Wir sind von 11. Platz eigentlich ziemlich okay, würde ich mal sagen. Und ja, Kimi, Grosjean, bla bla bla. Wichtig ist es ehrlich gesagt mir nicht, wer hier starten wird. Wir gehen hier rein. Habe ich ein Setup überhaupt in dem Game? Japan trocken, Japan Regen, Kanada trocken, Australien trocken. Okay, das ist dann eher mittelmäßig. Ja, wir werden dann mit dem Basic Setup reingehen. Renningenieur, da haben wir auch nicht dieses blöde Tablet, was ich ehrlich gesagt nie richtig wollte. Geschätzte Renndauer 20 Minuten. Options und Primes, also diese weichere, diese englische Bezeichnung. Aber wir gehen mal rein ins Rennen. Mit Max Verstappen hier, noch mit der 33 und Formlands 15, Road Accountant zu F1 24. Let's go, wir kommen hier gut vom Startfleck weg. Das Game ist vom Handling her tatsächlich sehr interesting. Und ja, Leute, abonniert wie gesagt gern kostenlos, schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir haben einen Platz gut machen können, aber all in all ist das dann tatsächlich hier ganz, ganz. Warum alle so langsam hier? Warum sind alle so aufgefädelt? Wir fahren auf der zweithöchsten Schwierigkeit. Ja, hätte ich mal schalten sollen. Der Williams noch, die Pace-Maschine schlechthin auf der Geraden. Können wir hier tatsächlich. Oh, dieser lila-blaue Red Bull, wo noch Dani Kvyat hier war. Cool. Extrem geil, was für eine schöne Zeit. Aber dieser Heckspoiler, ich fand die auch nie ästhetisch, by the way. Also, guck dich mal an, wie hoch die sind. Das ist echt nicht gerade schön. Und warum komme ich hier so gut durchs Feld? Massa und Perez. Wo ist Perez? Hier bei Sarah vor India, oder? Das ist tatsächlich ganz, ganz crazy. So. Hier runter. Oh mein Gott, da kommen wir weit neben die Strecke. Du hörst auch akustisch nicht in diesem Game richtig, wenn du schalten musst. Also tatsächlich, wo ist die Konkurrenz, Alter? Ja! Guck dich mal den Abstand von Perez zum Drittplatzierten an. Das muss ja dann theoretisch Sebastian Vettel sein, oder? Bei Ferrari. Ja, Leute, das ist einfach nur krank. Dieser Abstand ist einfach nur krass. Oh mein Gott.
Was ist eigentlich euer Lieblings-F1-Teil? Schreibt es in die Kommentare. Wir werden aber dann auch noch circa eine Woche vor F1 den Countdown machen. Und da dürft ihr theoretisch auch bestimmen, welches Team und vor allem auch welche Strecke wir nehmen sollen. Ich bin gespannt, falls ihr Bock drauf habt. Ich werde das auch noch auf TikTok ein bisschen größer machen. Wir fangen in F1 15 theoretisch dann wieder an und gehen dann rauf bis F1 23. Also ich bin sehr gespannt, welchen Teil ihr davon am meisten feiert. Aber der Countdown wird auf jeden Fall spaßig werden. Morgen wird es dann theoretisch gleich weitergehen und übermorgen. Wir werden jetzt mal F1 15 richtig durchracken. Ja! Wie die aufsitzen, ja, da muss ich vom Gas gehen, da war ich ein bisschen neben der Strecke. Perez hier, aber dieser Abstand, okay, ich weiß schon, warum diese Autos einfach nur cracked waren damals. Ich habe diesen Abstand. Ja gut, Massa geht hier einfach rein, was denn sonst? Hier gab es auch diesen Super-Gau mal, oder? Nein, Super-Gau war in Spanien, aber da ist ja auch mal Hamilton und Rosberg damals, haben sie sich einen Flügel- und Reifenschaden geholt. Aber ja, tatsächlich. Blöd doch, ich vermisse den Rückspiegel ein bisschen. Ja, da gehen wir rein. Es gab keine Berührung für alle, die hier gesagt haben, du warst unfair. Da war keine Berührung. Und wir gehen hier tatsächlich schon in die zweite Runde rein. Und ich bin echt gespannt an der Sektor Zwischenzeit, wie weit ein Sebastian Vettel im Red Bull und die beiden Mercedes hier von uns schon weg sind. Also der vierte Platz wäre cool. Podium wäre noch cooler. Die 33 noch auf Verstappen, das gab es auch schon lange nicht mehr tatsächlich. Und ja, die Autos sind so blochig teilweise. Die Kamera ist auch interessant. 6 Sekunden nach 2 Runden. Ja moin. Ja moin. Und ich habe hier einen Konvoi anhängen. Das ist unfassbar crazy. Also mit dem habe ich absolut nicht gerechnet, dass selbst so schnell ist und auch die beiden Mercedes, das wusste man ja. Pff, fuck! Ja, das Problem ist, ich habe das Handling ewig schon nicht mehr. Warum bremst die KI hier so verdammt früh? Man kann hier locker Switchbacks machen, die bremsen sogar auf Rouge und das auf der Profi-Schwierigkeit. Also das verstehe ich nicht ganz. Ja, okay, das ist schon echt smooth. Also dieses Handling ist verdammt smooth. Ja, Mann! Da kommt die Rakete von Felipe Massa. Ja! Ach du Kacke. Das ist tatsächlich... Und da bremst er so früh, dass ich hinter wieder den... Das ist einfach... Ich weiß nicht, das verstehe ich nicht genau. Vielleicht sollten wir dann nochmal eine höhere Schwierigkeit... Ja, fuck! Gibt es hier andere Cams auch? Wo kann man die ändern? Ja, oben rechts, genau. Ja, dann probieren wir die mal. Da bin ich froh drüber. Regen wäre sowieso die Hölle. Ich glaube, ich habe aber auch auf normales wolkenloses Wetter gestellt. Ja, das Gras ist hier tatsächlich. Ah, die gibt's auch noch. Ja, dann nehmen wir die mal. 9 Sekunden weg von der Spitze. Und ich bin jetzt auch schon wieder 1-2 Sekunden weg vom Hintermann. Also, ja, das Game ist zwar toll, aber du bist irgendwie chancenlos, wenn du in einem... Orte herumcruist, das nicht ein Ferrari oder ein Mercedes ist. Gerade die Mercedes waren ja unheimlich cracked. Was gibt's denn hier noch? Oh, die Vorderreifen sind ein bisschen betagt. Ist mir auch schon aufgefallen. Wir gehen jetzt in die Box rein. Ja, Massa. Wir wissen alle, du hast ein verdammt schnelles Fahrzeug. Okay. Muss nichts mehr machen. Wie gesagt, das Game ist eigentlich top. Hier und da hätte ich mir tatsächlich ein paar neue Features gewünscht, denn nach Formel 1 14, was ich echt oft und lang gespielt habe, ist das dann tatsächlich eine eher enttäuschend gewesen. Nein. Wir haben gegen Massa den Platz in der Box verloren. Wir haben goldene Felgen, was ich auch ziemlich underrated finde.
Ja, diese weißen Wälzer. Gelingt uns die schnellste Rennrunde, die in diesen F1 leider noch keinen bedeutenden Wert hat. Glücklicherweise keine Strafe. Ich darf das DRS öffnen. Und das sagen wir uns tatsächlich, kommt dran. Ja, Mann. Kann ich die Bremsbalance ändern? Das ist tatsächlich... Ich rutsche enorm über die Vorderachse. Also das ist... Bremsen, kommen Sie, bremsen und die werden wir nach hinten verschieben. Weil der vordere, wir blockieren vor uns so hardcore. Also ich mache mir keine großen Hoffnungen, dass wir an Sepp, Lewis oder so vorbeikommen. Doch den vierten will ich. Den möchte ich haben hier. Unbedingt. Ja, Mann, jetzt siehst du mal, wie schnell ein Toro Rosso auf der Geraden ist. Massa, bitte besieh mich doch nicht. Diese Kamera ist einfach nur grottig schlecht. Ja, Hamilton war noch nicht in der Box. Bremse halt einfach viel zu spät, das fällt mir gerade auf. Aber es ist so schwierig, die Bremslinie bringt hier gar nichts. Und jetzt habe ich das DRS weggeschmissen, ich bin so ein Idiot. Ja, Massa kommt jetzt angeschossen hier mit seiner Rakete. Das ist ein Wahnsinn, dieser Williams damals. Jetzt ist man irgendwo nirgendwo, aber damals waren das echte Speed-Raketen. Ich kann mich noch 2014 erinnern, als man da die Doppelpole in Spielberg beim Auftakt geholt hat. Das war tatsächlich eine Sensation. Und dann auch Bottas, man hatte hier tatsächlich mit Williams eher ein Mittelfeld-Team. Die sind ja jetzt schon seit Jahren, einige von euch können sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, dass die mal tatsächlich... in den 90ern um Siege gekämpft haben oder um Weltmeisterschaften, aber dass die auch so 2015, 14, als der Mercedes-Motor wirklich seine Prime hat, die waren ja auch, oder sind ja auch Kunden, haben auch den Kundenmotor, die waren dann tatsächlich auch aufstrebendes Team im Mittelfeld. Jetzt ist man eher nach ganz hinten gerückt, weil eben der Mercedes-Motor lasch ist, aber auch zum Teil, weil das Team komplett an Boden verloren hat. Frank Williams, beziehungsweise seine Tochter Claire musste ja alles verkaufen und oder musste das ja an britische Investoren verkaufen. Nie im Leben schaffe ich hier eine Bestzeit. Ja gut, das geht sich locker aus. 5 Sekunden hat Massa jetzt abreißen lassen. Jetzt bin ich da theoretisch allein im Nirgendwo. 4 Sekunden. 4 Sekunden zu Vettel? Das stimmt nicht. Also, ja, doch, stimmt schon. Aber das bin nicht ich. Was? Wirklich? Yo, wo jetzt auf einmal her? So, jetzt gehen wir auf die Standard-Pace und gucken mal auch ein bisschen auf den Sprit. Fahren aber trotzdem hier weiter. Unsere Runden. Ja, ich glaube auch, ich könnte 3 Sekunden pro Runde schneller fahren und würde es nicht mehr schaffen, den guten Sepp einzuholen. Es sind ja nur noch 4 Runden zu gehen. Dennoch muss ich sagen, bis jetzt einfach ein Top-Rennen macht richtig viel Bock auf mehr. Und falls ihr das auch so findet, abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel und schaut gern unbedingt auf Social Media vorbei, falls ihr noch nicht habt. Und ja, das Game ist top und dieser Toro Rosso, ehrlich gesagt, ja, wir haben eh ein bisschen Zeit. Guckt euch mal diese goldenen Felgen an. Das ist einfach nur cool. Man hat das echt genial gemacht. Auch diese filigranen Frontflügel, wo ja wirklich jeder einzelne Teil aerodynamisch seinen Zweck erfüllen muss.
Hat man glücklicherweise jetzt in dieser aktuellen neuen Formel 1 nicht mehr, aber das waren dann wirklich schon Kunstwerke teilweise, was die Teams da an ihren Frontflügel alles dran gebaut haben, um noch ein bisschen mehr Zeit rauszuholen. Also tatsächlich finde ich das echt krass. Vom Sound her, ja, ist man eigentlich ähnlich wie bei der aktuellen Formel 1. Meiner Meinung nach ein Ticken lauter. Aber ja, da kannst du jetzt auch nicht viel sagen. 12 Sekunden nur noch auf Sepp. Sepp. Ich kann mich auch erinnern, da gab es echt die ein oder andere, ja, diskussionswürdige Situation. China alleine zwischen Vettel und Verstappen, wo er ihn da weggespinnt hat. Verstappen in der Haarnadelkurve, falls ihr euch da noch erinnern könnt. Ja, aber so war die Formel 1 damals. Man hatte viel mehr Action, ja, auch nicht an der Spitze, aber im Mittelfeld dann immerhin. Oder sagen wir mal so im vorderen Mittelfeld. 12-4, ja, habe ich ihn wieder ein bisschen verloren. Vorletzte Runde, meine Lieben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich mich da heute nicht verstecken muss, dass die Leistung echt stimmt und ich da tatsächlich einen tollen Job geleistet habe. Im vierten Platz konnten wir da diesen overpowerten Williams auf der Geraden hinter uns lassen, weit hinter uns lassen und mich fast da nach vorne kämpfen. Cool wäre natürlich irgendein Ausfall. Podium mit Verstappen wäre schon cool. Aber unsere Chance wird noch kommen. Wir werden nämlich mit einem Champion aus diesem Jahr fahren. Das wird aber dann noch eher eintönig, denn wir haben ja von Formel 1 15 bis Formel 1 ja, 20 nur Mercedes-Piloten. Ich glaube nicht, dass ich mir das antue, jedes Mal mit einem Mercedes zu fahren. Sagen wir mal die Top 3 Weltmeisterschaftskandidaten. Oder sagen wir die Top 2, die um den Titel gekämpft haben. Aber mit Bottas wäre es auch cool zu fahren. Das müssen wir uns dann noch überlegen, auf jeden Fall. Heute ist auf jeden Fall mal das Newcomer-Special. Und da haben wir tatsächlich ein ganz besonderer Newcomer, der in der Zukunft, das weiß ich irgendwie schon, ordentlich um Titel mitkämpfen wird. Wart ihr ein Fan? Oh, das war schon die zweite Verwarnung, ja. Die Reifen sind wieder durch. Das ist halt auch so ein bisschen ein Problem dieser eher Mittelfeldteams. Man hat ihnen wirklich den Reifenverschleiß gefühlt verdreifacht oder so. Also tatsächlich hat man da viel, viel mehr Reifenverschleiß. Oh, mein Benzin blinkt auf. Was haben wir denn? Ja, 79, das sollte locker reichen. Hier runter. Noch einmal den letzten Sektor fahren im Toro Rosso. Morgen werden wir dann vermutlich Monza fahren. Mit wem, weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, Monza wäre dann eher cool mit der Champions. Mit der Champions. Mit Champions Special. Denn da mit einem No-Name zu fahren, bedeutet dann halt auch tatsächlich, dass ich irgendwo von ganz hinten starten muss. Da wäre dann doch Brasilien besser. Lewis Hamilton gewinnt. Auch eine schöne Animation auf jeden Fall. Finde ich cool. Schaut echt gut aus, auch links, dass man das angezeigt bekommen hat. Ich war zu Zeiten von Game, war ich ein Riesenfan. Ehrlich gesagt habe ich es lang verhasst, denn ich dachte mir echt, das ist das schlechteste Formel 1 aller Zeiten. Dann vor ein paar Monaten habe ich wieder begonnen, vor einem Jahr circa, habe ich wieder begonnen, das zu spielen. Jetzt denke ich mir ehrlich gesagt, das ist ein eher okayes Game. Verstappen wird hier tatsächlich Vierter und ehrlich gesagt muss ich sagen, das war bombastisch. Das Auto verdammt schnell, richtig wendig. Natürlich konnten wir nicht mit der Spitze mithalten, das war aber auch klar. Aber wenn ich mir angucke, wo mein Teamkollege Carlos Sainz ist, ja Leute, der Banger, der diese Season oder auch letzte Season schon, ja, ein Top-Fahrer bei Ferrari war, auch bei der Scuderia, ist jetzt hier, ja, bei den Italienern hat sie nie lange, oder ist er nie lang weggeblieben. Die schnellste Rennrunde konnte ich holen, oder? Nein. Sepp hat die mit 3/10. Fuck. War das knapp. Lewis gewinnt das Ganze, aber ja, der Abstand ist wirklich enorm, über 13 Sekunden. Ja, für heute soll es mal gewesen sein. Morgen kommt dann die Champion, das Champions-Special und wir, ja, freuen uns hoffentlich drauf. Abonniert gern kostenlos, falls ihr noch nicht habt. Lasst doch ein Däumchen rum da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder hier oder später noch auf TikTok und Instagram. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.